Ein Prozess für die Behandlung von Einwänden, und zwar egal welcher Einwand, muss ein paar Regeln befolgen. Warum brauchen wir überhaupt einen Prozess? Weil der Urinstinkt von uns allen Verkäufern ist, wir haben so und so lange beraten, wenn jetzt ein Einwand kommt, dann muss ich ganz schnell argumentieren, warum dieser Einwand nicht gilt. Das heißt, der Kunde sagt, ich muss noch mal messen, dann sagen wir, mach doch nichts, ich komme zu Ihnen nach Hause und wir messen das aus. Der Kunde sagt, ich muss noch mal meine Freundin fragen. Wir sagen, macht nichts, die rufen wir an. Und der Kunde schiebt uns weg. Warum? Weil wir nicht auf den Kunden eingegangen sind, sondern auf den Einwand. Die Regel ist, konzentriere dich nie auf die Botschaft, sondern konzentriere dich auf den Sender hinter der Botschaft. Den Prozess möchte ich bei Ihnen jetzt ankern mit einem Stapelbild. Dazu stellen Sie sich bitte die Bilder vor, die ich Ihnen jetzt mit Worten male. Stellen Sie sich vor, es tut ein Schlag und ein großer, weicher Airbag öffnet sich. Aus diesem Airbag wächst eine riesige Lupe. Neugierig, wie wir Verkäufer sind, schauen wir durch die Lupe und sehen eine große, große, große Wand. Wir gehen an die Wand, rütteln ein bisschen dran rum und siehe da, die Wand lässt sich zur Seite schieben, ist leicht wie aus Pappmaché. Hinter der Wand entdecken wir noch eine Wand und die ist fest und solide und bewegt sich kein bisschen. Und in dem Moment, wo wir das festgestellt haben, wachsen aus dieser Wand dahinter, aus der soliden Wand, wachsen Lippen und fangen an zu reden. Und als die Lippen fertig geredet haben, steigt aus dem Mund ein Wetterballon gen Himmel. Verrücktes Bild, oder? Aber es bleibt gut hängen. Es tut einen Schlag und was öffnet sich? Ein Airbag. Aus dem Airbag wächst eine, Sie haben es richtig geraten, Lupe. Wir schauen durch die Lupe und sehen eine große, große, große Wand. Wir rütteln dran, was passiert? Sie lässt sich zur Seite schieben, genau. Dahinter finden wir, richtig, eine solide, kleine, feste Wand. Was wächst aus der Wand? Lippen, genau richtig. Die Lippen reden und als die Lippen fertig geredet haben, kommt daraus ein Wetterballon. Super, Sie haben es drauf. Was Sie gemacht haben, ist ein Prozess auswendig gelernt, den Einwandbehandlungsprozess. Denn das Dumme an einem Verkaufsgespräch ist, wir können unterwegs nicht auf eine Checkliste gucken, wie man das machen kann, wenn man vielleicht einen Flieger starten muss. Man muss es so machen, richtig reagieren. Wofür stehen diese einzelnen Bilder? Das erste Bild, der Airbag, steht für Puffern. Puffern bedeutet, dem anderen klarzumachen, ich bin okay, du bist okay. Das hat erstmal nonverbale Signale, also was wir mit unserem Körper machen. Wir nehmen die Schultern runter, entspannen uns, hören dem Kunden zu. Und dabei nicken wir verständnisvoll. Der Kunde muss verstehen, ich bin okay, du bist okay. Danach puffern wir verbal. Wir sagen, wissen Sie, da kann ich Sie sehr gut verstehen. Wir fragen nochmal nach. Das nennt sich aktives Zuhören. Verstehe ich Sie richtig? Sie wollen einfach nochmal in Ruhe überlegen und mit Ihrem Partner drüber sprechen. Da kann ich Sie sehr gut verstehen. Das heißt, wir signalisieren verbal wie auch nonverbal. Alles ist in Ordnung. Ich verstehe dich, ich habe Verständnis. Das ist der Puffer. Es hat keinen Zweck, einen Einwand zu beantworten, solange der Kunde noch in dieser Abwehrhaltung ist. Wenn wir sehen, dass der Kunde sich entspannt hat, holen wir die Lupe raus. Das heißt, wir forschen nach. Forscher brauchen eine Lupe. Wir fragen, was genau lässt sie denn noch zögern? Was steckt dahinter? Danach, wir sehen diese Wand. Ja, wissen Sie, das steckt dahinter, dass ich mit meiner Frau noch nicht darüber gesprochen habe, über den Einwand. Alles klar, prima, da kann ich Sie gut verstehen. Das ist der Einwand, diese große, große, große Wand. Aber es kann auch eine Vorwand sein. Ein Vorwand sein. Und Vorwände zu beseitigen, das ist der nächste Schritt nach dem Nachforschen. Wir gucken, bewegt sich dieser Einwand, diese eine Wand, dann ist es ein Vorwand. Also wir rütteln dran und fragen, wissen Sie, wenn Ihre Frau hier wäre, könnten Sie sich dann entscheiden? Wenn Sie zu Hause wären, hätten alles ausgemessen und es würde super reinpassen, könnten Sie dann eine Entscheidung treffen. Das nennt sich auch den Einwand isoliert. Danach isolieren wir den Einwand weiter. Gibt es außer dem Thema sowieso noch etwas, was Sie zögern lässt? Ja oder nein? Und wenn der Kunde sagt, nein, das ist das Thema und das muss geklärt werden, erst dann wachsen die Lippen. Das heißt, wir fangen an, den Einwand zu beantworten. Und zum Schluss, der Wetterballon steht für einen Probeabschluss. Prima, dann haben wir es ja soweit geklärt. Dann können wir ja weitermachen. Wie ist denn Ihr Vorname? Wie ist die Lieferadresse? Also, Einwandbehandlungsprozess besteht aus Puffern, Nachforschen, Vorwände beiseite räumen, den Einwand isolieren. Das ist die kleine Wand, die wir rütteln. Danach erst den Einwand beantworten und dann einen Probeabschluss starten. Soweit der Einwandbehandlungsprozess.